Hat morgen beim GAK die Gelegenheit, die Tabellenführung wieder zurückzuerobern. Das Spiel GAK gegen Rapid zeigen wir morgen ab 17 Uhr live in ORF 1. In Graz treffen morgen die besten Abwehrreihen der Liga aufeinander, womit das Hauptanliegen der Trainer auch schon geklärt ist. Und es wird sicherlich von Wichtigkeit sein, wie wir hinten stehen. Und es ist eine alte Weisheit im Fußball, ich kann nur gewinnen, wenn erstmal die Abwehr steht. Ich glaube, dass es sicher ein Geduldsspiel werden wird, weil für beide Mannschaften sehr viel auf dem Spiel steht. Die Sperre von GRK-Stürmer Akwaegbu ist heute von 4 auf 3 Spiele reduziert worden. Igor Pamić soll endlich seine Abschlussschwäche beheben. Eine Aufgabe fürs ganze Team, denn wenn die Flanken nicht kommen, dann kann ich einen 3-Meter-Mann reinstellen. Hilft aber nichts. Morgen ab 17 Uhr live GRK gegen Rapid. Aus der Ried, Lustenau Salzburg und Tirol Steyr. Danach in der Sendung Bundesliga. Also den Vastić, den hat natürlich nur Sturm, andere haben andere und wir haben jetzt den Christian Prosenik und den Andreas Lieper. Danke mal fürs Kommen kurz vor dem Match. Andreas, wie nervös sind Sie? Eigentlich überhaupt nicht. Ja, das normale Kribbeln, was immer da ist, aber das legt sich dann sofort. Aber alle sagen, das wird ein besonders heißes, ein besonders schwieriges Match. Andreas, die Defensive ist bei beiden Mannschaften die stärkste der Liga. Werden Sie trotzdem dem Publikum Offensive zeigen können? Ich sage, wir wollen sicherlich gewinnen, aber wir werden sicherlich nicht die Defensive außer Acht lassen. Wie erklären Sie sich die Schwankungen beim GAK? Man hat Phasen, wo der GAK sehr gut gespielt hat, dann wieder schlecht. Sind die Salzburg-Spiele noch ein bisschen im Kopf? Ja, die Schwankungen sind einfach zu erklären. Wir hatten gegen Salzburg 5 bis 6 verletzte Spieler jedes Mal und das ist sicherlich schwer zu verkraften für jede Mannschaft. Ist das Mittelfeld ein Problem heute? Nein, denke ich nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Christian, bei Rapid die Nervosität groß? Nein, überhaupt nicht. Wir haben eigentlich nichts zum Verlieren. Wir spielen munter drauf los und wollen natürlich gewinnen heute. Aber der Druck ist vielleicht größer geworden durch den Sturmsieg gestern? Ja, mit dem Druck muss man ganz einfach umgehen können. Wir sind alles gestandene Profis und ich glaube, wir haben da kein Problem damit. Hat Rapid möglicherweise die schwierigste Auslosung für die letzten 7 Runden? Das glaube ich nicht. Ich glaube, jetzt jedes Match ist sehr wichtig für alle Mannschaften und da ist egal, gegen wen man spielt. Ich habe schon angesprochen, Ihre beiden Mannschaften sind jene, die die beste Defensive haben, was die Statistik betrifft. Müssen die Fans fürchten, dass Rapid heute sehr defensiv spielt? Nein, wir spielen ganz einfach, wie wir immer spielen. Wir wollen natürlich zu Null spielen und wollen aus einer sicheren Abwehr schauen nachher, dass wir unsere Chancen haben und die müssen wir nutzen gegen GAK, weil es wird sicher nicht allzu viel geben. Sie sind übrigens der einzige Teamspieler hier. Überrascht Sie das? Ja, das ist nicht meine Entscheidung. Ich glaube, es sind sehr viele gute Spieler da. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden, dass ich dabei bin jetzt. Und es freut mich natürlich sehr. Ich wünsche beiden alles Gute und hoffe, dass die Fans wirklich kein 0:0 erleben, dass Tore fallen. Bekanntlich machen die Tore die Stürmer und dazu kommen wir jetzt. Stürmer, die Würze in der Suppe des Fußballalltags. Seine Verfassung entscheidet oft über das Wohl der ganzen Mannschaft. Glücklich ist, wer die Qual der Wahl hat. Ich finde das nicht als eine Qual der Wahl, sondern ich habe 4 sehr, sehr gute Stürmer, die höchstes österreichisches Niveau haben. Und für mich ist es ein Glück, dass ich alle 4 immer zur Verfügung habe. Weniger glücklich ist, wer vergisst, wo der Ball eigentlich hingehört. Auch wenn der Grund dafür beim GAK bereits besprochene Sache ist. Ich glaube, die Flanken kommen aber zu ungenau. Wenn halt die Flanken nicht kommen, dann kann ich einen 3-Meter-Mann reinstellen, hilft aber nichts. Entweder waren die Flanken schlecht oder die Abstimmung war noch nicht so da. Gravierendste ist, dass wir Standardsituationen in Ruhe in die Bälle nicht dahin kriegen, wo es gefährlich ist, geschweige denn richtige Flanken aus dem Lauf. Und davon lebt eben ein Stürmer. Und deswegen haben wir kein Stürmerproblem, sondern ein Problem allgemein. Wenn ein Stürmer einmal nicht mehr sticht, wird er durch einen Joker ersetzt, der Paradejolly der Liga, Markus Bürk, mit 6 von 7 Toren als Einwechselspieler. Das
klar, sicherlich sehr viel Glück dazu. Reinkommen, gleich ersten Ballkontakt, das Tor machen. Aber wie gesagt, jetzt habe ich auch ganz, hoffentlich eine ganz gute Leistung geboten. Ein frischer Stürmer ist ein guter Stürmer, das wissen wir. Und es ist vielleicht oft sehr gut, wenn der eine oder andere eine Pause bekommt und nur 30 oder 40 Minuten spielen muss. Denn in diesen 30, 40 Minuten kann er sich voll auspumpen. Voll auspumpen werden sich natürlich alle, auch wenn manchen Meisterträumen bereits die Luft entwichen ist. Träume hat sicherlich jeder Spieler. Aber ich sage, wenn man realistisch ist, sage ich, wir wollen den UEFA Cup Platz eigentlich zementieren und sollte vielleicht mehr herausschauen. Ich meine, da wird sicherlich niemand böse. Auch nicht böse wäre Markus Bürk über die Wiederholung eines Wintertraums. Und beginnen spielen, ein Tor machen und wenn man sieht, halt eins wieder anfangen. Ja, einen Wunsch können wir zumindest dem Markus Bürk erfüllen. Er spielt nämlich heute und zwar von Beginn an. Apropos Spielen, Sie sollten mitspielen bei unserem Gewinnspiel. Sie kennen das Top-Goal des Neuen. Ja, grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Große Frage nebenbei auch natürlich, kann der GAK Schützenhilfe leisten, wie es die Wiener Austria gegen Sturm gemacht hat, also Schützenhilfe für den Lokalrivalen. Es gibt einige interessante Details neben der Tatsache, dass da die beiden besten Abwehrreihen gegeneinander spielen. Rapid ist in der Rückrunde noch ungeschlagen, aber auswärts in 4 Spielen nur 4 Remis und die Mannschaft will heute gewinnen. Das ist also ein interessanter Fakt, den man beachten muss. Da ist die Statistik schon manchmal auch maßgeblich beteiligt, was den späteren Ausgang eines Spieles betrifft. Aber schauen wir uns einmal die Aufstellung an. Die sind ja wichtig, was die Taktik der Trainer in diesem Spiel betrifft. Der GAK mit dem bewährten Alma im Tor, Vukovic, der Älteste als Libero. Eine Dreierkette davor mit Lipa, Grimm und Hartmann, der nach seinem Nasenbeinbruch und seinem Cut zum ersten Mal wieder spielt. Im Mittelfeld dicht besetzt, Kulowitz wahrscheinlich offensiv, Sick defensiv, dann Drechsel und Radelsbeck statt des verletzten Mitrovic. Und vorne Radovic und Pamisch. Es sind ja verletzt Ramos, Cech, Mitrovic und Pötscher. Und auf diese Mannschaft vertraut also Trainer Klaus Augenthaler. Man wird sehen, was Pamić leisten kann. Auf der Gegenseite, Sie werden es gleich sehen, Herbert Weber setzt auf Sicherheit und lässt, wenn man schon zu den Sturmspitzen geht, René Wagner, den erfolgreichsten Stürmer, auf der Bank einmal vorläufig. Also Meier im Tor, Libero Braun, Schöttl und Patz als die Manndecker gegen Pamić und Radovic. Das Mittelfeld rechts mit dem jungen Wimmer, dann Herab, Acic, Zahler und Prosenik, wobei Acic sicher mit Zahler für den etwas offensiveren Part sorgen will. Und die Sturmspitzen Penkser und Bürk, wobei man hier annehmen kann, wenn man die Spielweise von Herbert Weber kennt, dass einer dieser beiden auch zurückhängend hinter dem tatsächlichen einzelnen Stürmer dann vorne spielen wird, also hängende Spitze. Viele Rapid-Fans auch hierher gekommen und das ist der Schiedsrichter der Salzburger, Erwin Hensel, 42 Jahre alt, ein Bankbeamter. Er ist ein erfahrener Mann an den Linien, seine Assistenten Hoffmann, wir werden ihn rechts im Bild sehen und Herr Oelmetz jetzt auch ins Bild. Der Rasen gut bespielbar. Wie wir heruntergefahren sind zum Mittag, hat es zwischen Hartberger und Gleisdorf unglaublich geregnet. Es hat ein heftiges Gewitter gegeben. Auch in Graz hat es 2 Stunden vor dem Spiel noch geregnet. Aber das Spielfeld ist in tadellosem Zustand. Und es ist ein wirklich gutes Spiel heute hier zu erwarten. Also an dem wird es nicht scheitern. Jetzt die Begrüßung mit der Bundeshymne. Kann man nicht sagen, aber mit der Bundesliga-Hymne. Bei den Grazern, wie gesagt, fehlt neben Pötscher, Mitrovic, Cech und Ramos auch noch Akwepko, der gesperrt wurde. Er hat zwar ein Spiel nachgelassen bekommen, aber es wirkt sich hier noch nicht aus. Bei Rapid, Angelo 4 gar nicht mitgekommen. Der Sturmtank leidet an einer Grippe. Jetzt die Kapitäne, Schöttl und Alma. Und auch Rapid hat einigen Aderlass zu verzeichnen. Nach wie vor die Langzeitverletzten Wettel und Radzajczyk, dazu Zingler. Und gesperrt ist Oliver Freund, der heute zwar Zuschauer ist, aber natürlich nicht mitspielen kann. Und was kann heute Pamić bringen? 2 Tore hat er für den GAK erzielt, beide aus Elfmetern, einen Elfmeter in den Vorbereitungsspielen und einen Elfmeter in der Meisterschaft. Er muss einmal auch spielerisch
und als Goalgetter aus dem Spiel überzeugen. Das verlangt auch sein Trainer Klaus Augenthaler. Er steht ein bisschen unter Druck. Und das ist Markus Bürk, einer der Jolly Joker von Heribert Weber. Ein Spieler, der sehr oft eingewechselt wurde und sehr, sehr viel dazu beigetragen hat mit seinen Toren, dass diese Einwechslungen für Rapid positiv verlaufen sind. Er ist der meist eingewechselte Spieler von Heribert Weber, Markus Bürk, mit 19 Einwechslungen. Jetzt also Anpfiff von Schiedsrichter Erwin Hensel. Bin gespannt, wie er dieses Spiel leiten wird. Er steht sicher auch vor einer schwierigen Aufgabe. Vukovic, er soll einen Einjahresvertrag bekommen, der GAK-Libero. Radovic. Und Sala lässt den Ball ins Auf. Sala hat sich als Manndecker nach den vielen Verletzungen bei Rapid, er wirft jetzt ein, auch diesen Platz vom Anpfiff an verdient. Und hier haben wir Klaus Augenthaler, der zum ersten Mal aktiver Trainer ist, war lange Zeit Co-Trainer bei den Bayern. Sie wissen ja das bei Trapattoni, bei Ribbeck. Herer, Henkser, er hängt also momentan zurück. Wird also aus dem Mittelfeld kommen. Versucht der Pass jetzt auf Sala, der auf der linken Seite Prosenik unterstützen soll. Herbert Weber ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass die Schulterverletzung des Libero nicht so langwierig war, wie man es ursprünglich befürchtet hatte. Herav, Prosenik, Schöttl, Hatz, der zweite Manndecker. Wir können neugierig sein, ob man bei einem Mann stehen bleiben wird. War ein Foul hier von Hartmann, der ist ja kein Weicher. Aber Hensel war gleich beim Ball. Nacic für Hatz. Wimmer. Von der Taktik her, glaube ich, hebt sich Heribert Weber den René Wagner als Jolly Joker auf, den slowenischen Stürmer, der mit 10 Toren ja der beste Schütze seiner Mannschaft ist. Immer Grimm. Rapid zieht sich in die eigene Hälfte zurück. Beide hier mit dem Ellenbogen gestoßen. Richtige Entscheidung von Schiedsrichter Hensel. Die Szene hier noch einmal. Und Hatz in dieser Phase bei Pamic. Wie gesagt, man wird gespannt sein, ob man übergibt, ob einmal Schöttl bei Pamic zu finden sein wird oder ob der zweikampfstarke und schnelle und gute Kopfballspieler Hatz bei Pamic als Manndecker, also als konsequenter Manndecker bleiben wird. Viel Platz für Rapid hier, auch der GAK zieht sich anfangs zurück, attackiert erst ab der Mittelauflage. Bürk, da kommt Zahler, zu weit. Momentan an die 5.000 bis 6.000 Zuschauer hier. Das Spiel hätte sich mehr Zuschauer verdient. Von der Bedeutung her, klare Sache. Radovic. Fulovic. Grimm. Er wird meist bei Bürk zu finden sein, der ja hier vorläufig einmal einzige Spitze bei Rapid ist. Also Heribert Weber geht es, wie gesagt, sehr vorsichtig an. Auch Prosenik hat er gesagt, wenn wir mal ein 0:0, mit dem beginnen wir mal. Schöttl bei Radovic. Und gestoßen.
korrekte Entscheidung von Schiedsrichter Hensel. Er hat die Tore in den Heimspielen geschossen, Sie sehen es. In seiner Karriere hat bis jetzt 4 Tore erzielt, aber ist ein Auswechselspieler meist im System von Klaus Augenthaler. Dabei möchte er immer spielen, das hat er auch beim Europapokal gesagt, aber er hat sich noch nicht ganz durchsetzen können. Drechsel, zuletzt gut in Form, auch Torschütze beim letzten 13-0-Sieg. Und ein Kopfball des aufgerückten Lipa. Wenn der noch vorgeht, wird es gefährlich. Hat das schon als Lustenau-Libero gezeigt, dass er auch offensiv einiges ausrichten kann. Ja, und die Rapid-Abwehr nicht aufgepasst. Braun wäre sein Mann gewesen, steht aber einen Meter weg. Man sieht es hier. Andi Lipa, am Montag wird er 28 Jahre alt. Ja, war ein guter Versuch von Sahler, den Ball direkt auf Prosenik zu spielen. Da haben wir Jürgen Sahler, der ein Steirer ist, von Leoben geholt wurde. War ein Unter-21-Spieler, den auch Ernst Weber empfohlen hat. Spielt auch jetzt noch im Unter-21-Team. Fallen Herer von Drechsel. Schön langsam bilden sich auch gewisse Pärchen. Penxer, gut gespielt auf Sahler. Prosenik. Und abgeluchst hat ihm hier der Routinier Vukovic den Ball. Ja, da hat sich Schöttlitz nicht getraut zurückzuspielen. Radovic. Pamic gut abrollen lassen für Sick, der defensiv im Mittelfeld spielt. Noch einmal zu Sick, Hartmann. Und man sieht schon, hat es versucht, Pamic noch vor der Ballannahme zu stören. Ball jetzt von Sieg. Junger, vielversprechender Mittelfeldspieler beim GRK, der auch das Vertrauen seines Trainers hat. Wimmer. Sonne ist jetzt herausgekommen, Sie sehen es am Schlagschatten des Stadiondaches. Von Bürg an Vukovic vorbei. Schöne Schubverlauf wie immer, die große Möglichkeit zum 1:0, aber noch vor der Linie Lipa, aber der Ball war schon draußen, wird ja angedeutet vom Schiedsrichterassistenten Hoffmann an der rechten Seite. Hier noch einmal, wunderschöne Schubverlauf von Bürg mit dem falschen, also mit dem schwächeren Fuß, dem rechten. Und etwas zu knapp gekommen, wie immer, Alma war rechtzeitig heraus. Nachschuss und Tor! 0:1 aus der Sicht des GAK durch Acic. Überraschender Schuss aus dem Hinterhalt. Hat Torhüter Alma komplett überrascht. Und Rapid führt hier mit 1:0. Noch einmal, 8. Minute. 0:1 durch diesen Weitschuss, der vom Rist ein bisschen abgerutscht ist, von Acic. Sein zweites Tor in der Meisterschaft. Jetzt wird es natürlich schwer für den GAK. Ist Rapid schon mit einem doch eher defensiv ausgerichteten System hierher gekommen. Rapid wird jetzt noch weiter lauern auf die Konterchance. Jetzt muss der GAK zeigen, was er spielerisch imstande ist. Pamic. Ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob hier der Linesman, der Schiedsrichterassistent drüben, Herr Oelmetz, richtig gesehen hat. Ich glaube, dass Pamic nicht offside war. Ganz klare falsche Entscheidung. Könnte aber auch auf Handspiel entschieden worden sein. So wird es gewesen sein. Hat's. Acic, der Torschütze. Jetzt steigt ihm Hartmann ein bisschen auf die Beine. Das gehört dazu, dass man dem Gegner den Herrn zu zeigen versucht.
Palmer, gut gemacht, Vukovic. Und Fehler von Radovic. Hätte er den Ball runternehmen können. Braun geht mit, der Libero. Sala. Ah, hat Bürk gesehen, hinter Vukovic, aber die Flanke nicht angekommen. Da haben wir Sala. Ja, schön langsam in die erste hineinwächst. Kommt ihm auch zugute, dass so viele Verletzte bei Rapid sind. Das ist ja an für sich doch bedenklich, dass viele Trainern der Mut fehlt, junge Spieler einzusetzen. Foul jetzt von Acic, hat gleich zurückgehaut. Da hat es ja vorher schon einen Hickhack gegeben, auch von Grazer Seite her. Also man bleibt hier einander in diesem Fall nicht schuldig. Vukovic. Auf Pamic. Oh, ein Foul von Schöttl dabei, würde ich sagen. Er stößt immer, bevor er zum Kopfball geht. Macht das geschickt, wie es ein Routinier macht. Aber das müsste der Schiedsrichter ahnden. Hier noch einmal. Und das Schupferl von Schöttl gegen Pamic. Man übergibt also im Raum die Sturmspitzen Radovic und Pamic. Denn jetzt war Schöttl bei seinem Mann. Hier haben wir Klaus Augenthaler. Ich habe mir vor dem Spiel gesagt, ich freue mich auf diese Begegnung, weil ich glaube, dass wir auch einiges spielerisches Potenzial haben, aber die Jungen müssen sich auch was trauen. Er hat ihnen das sicher in der Spielerbesprechung gesagt. Wir werden ja sehen, was diese Kommandos des Klaus Augenthaler heute bedeuten. Jetzt holt sich Schiedsrichter Hänsel den Übeltäter, Gerd Wimmer. Hier hineingerutscht. Klare Sache, klare Entscheidung. Hätte auch gelb geben können. Aber Hänsel will offenbar ohne gelb einmal auskommen, wenn es nicht zu ruppig wird. Freistoß jetzt durch Drechsel. Gute Flanke. Wieder ist Lieper da gewesen. Noch hat der GAK die Chance. Grimm. Und ins Out befördert von Sala. Der Ball bei Kulowitz. Auf Pamic. Radosbeck mit dem rechten Fuß. Auch junger, talentierter Spieler, der zuletzt durch den Ausfall von Dmitrovic in der Mannschaft doch einiges zeigen konnte. Interessant, dass Dmitrovic auch fehlt, weil sein Herz mit Herzrhythmusstörungen ihm Schwierigkeiten macht. Peter Svetis, der Präsident, hat uns das erzählt. 18 Spiele ist er schon Präsident. Er spielt auch bei Justiz noch immer Fußball, wenn man einmal zuschaut. Ein Triplanski, der Peter Svetic. Seine Bilanz 7-3-7, also 7 Siege, 3 Unentschieden, 7 Niederlagen. Da ist er noch ein bisschen hinter dem Ex-Presse Herrn Fischl, aber er hat ja noch Zeit. Auf alle Fälle ein junger, engagierter Präsident, der auch in der Organisation der Bundesliga versucht, einiges mitzureden und mitzubestimmen. Lipper. Grimm auf Pamic, man sucht ihn immer, weil er den Ball doch gut abdeckt. Lipper. Radovic versucht schnell zu spielen, was an sich richtig ist, aber bis jetzt zu ungenau. Benkseitz hat ein bisschen Platz, verfolgt von Drechsel. Wimmer kommt mit. Noch einmal Acic, Prosenik, Herab, der immer hinten absichert. Na, jetzt hat man schon zu lange gewartet. Das Spiel ist sozusagen stehen geblieben und deshalb auch der Angriff von Rapid versandet. Wie das Tempo rausgenommen wird, haben es die Angreifer schon schwer, sich durchzusetzen. Viele Aktionen laufen über ihn, der ja von der Wiener über Vorarlberg hierher nach Graz gekommen ist. Ja, da hat der Jürgen Hartmann vielleicht nicht ganz aufgepasst, die Armbewegung von Pamic doch irgendwie auch zurecht. Mitdenken, mitspielen, weiter, weiter, meint Klaus Augenthaler, hat recht. Nicht entmutigen lassen. Sieg.
Radovic. Wieder zum Gegner. Na, jetzt wird er nervös auch noch. Und Rapid spielt cool und routiniert bis jetzt. Hacic gut abgeblockt von Hartmann, auch vor der Ballannahme attackiert. Radovic, guter Pass jetzt auf Drechsel, Doppelpass, Radovic! Genau auf Meier. Aber die erste gute Aktion jetzt vom Liebherr GAK in der 15. Minute. Guter Doppelpass hier. Radovic genau auf Ladi Meier. Ja, alle Spiele seiner Mannschaft mitgemacht. Hat sehr aufmerksam. Dann macht er einen Fehler. Drechsel. Jetzt hat der Pamic nicht mitbedacht. Fehler von Sala. Ja, da hat er den Körper stehen lassen. Paul Ankulovic, keine Frage. War eine Notbremse. Man sieht es hier. Und Freistoß von der rechten Seite kann gefährlich werden. Da geht Drechsel wieder hin, der Mann mit den gezirkelten Bällen aus einer ruhigen Position. Gegen Steyr, das 1:0 erzielt, zuletzt beim 3:0 in Steyr. Mit dem linken Fuß, das macht es für den Torhüter gefährlich, weil die GAK-Spieler werden in die Flanke hineinlaufen. Der ist zu hoch. Naja, mit dem sollte man sorgfältiger umgehen, mit solchen Möglichkeiten. Aber immer, wenn man es besonders gut machen will, man weiß das selbst, dann geht es manchmal in die Hose. Mehr als eine Viertelstunde gespielt. Rapid führt hier durch ein Tor von Acic einen Weitschuss in der 18., in der 8. Minute. Ganz stimmt die Raumaufteilung offenbar für Heribert Weber nicht. Acic. Bürg. Die Rapidler setzen sofort nach bei Ballverlust, auch in der gegnerischen Hälfte. Sehr spät gewackelt, Herr Hoffmann. Das war das erste Offside. Na, hätte er gleich wacheln müssen. Grimm. Immer noch das Bein dazwischen gehabt. Prosenik. Er ist zu weit. Da wird Vukovic keine Mühe haben. Drechsel. Spielt genau auf Benkser. Schüttel. Gera, viel Raum jetzt. Auf Wimmer. Da könnte der Ball rutschen, rutscht nicht. Wimmer hat ihn. Und Sie sehen es, wie man ein Tempo verliert, indem man sich den Ball herrichtet, verliert man auch die Möglichkeit, ungehindert zu flanken. Also man müsste aus vollem Lauf flanken, sonst sind die raschen und schnellen GAK-Verteidiger da. Aber zweiter Eckball jetzt für Rapid. Der wartet immer hinten, dass er schießen kann bei Eckbällen. So, ausgeglichen unsere Statistik, was den Ballbesitz betrifft. Drechsel. Kulowitz geht rechts. Jetzt Pamic.
Da müsste auch Radelsbeck kommen. Er lässt sich zu lange Zeit. Wird natürlich da attackiert, ganz klar. Die Konterchance ist dahin. Rapid hat sich bereits wieder aufgestellt. Guter Versuch von Radovic auf Lipa. Gute Aktion von Radovic, der sich nach seiner Fehlpass-Orgie, möchte ich nicht sagen, aber nach seinen Fehlpässen jetzt etwas gefangen hat und zwei gute Aktionen eingeleitet hat, der Ex-Wienermann. Da ist niemand. Lipa. Vukovic. Wieder zurück. Rapid wieder postiert in der Abwehr. Also jetzt muss man von vorn beginnen. Grimm. Wird sehr schwer, weil sich Bürk wahnsinnig viel bewegt. Dann auch oft Acic als Sturmspitze vorne auftaucht. Sick. Lipa. Bürk ist bei ihm. Bleibt beim GRK mit dieser Attacke von Libero Braun. Der Schiedsrichterassistent hat Foul angezeigt und das wird auch ausgeführt. Freistoß durch Kulavic. Sehr wichtig für den GRK, jetzt Ausgleich zu erzielen. Da wurde aber gestoßen und Abstoß im Strafraum vor Ladislav Meyer. Lipa dürfte da hier ein bisschen geschubst haben. Oder es wurde auf hohes Bein entschieden. Schauen wir uns das Ganze noch einmal an. Lipa versucht einen Fallrückzieher und ist mit dem Fuß auf Kopfhöhe von Bürk gewesen. Mit drei Toren ist man beim BRK einer der besten Schützen. Rapid versucht auch immer mit einem Mann mehr zu attackieren. Dieses Antragen des Zweikampfes macht dem GRK bis jetzt einige Schwierigkeiten. Aber vorläufig einmal keine vernünftige Aktion bei Rapid. Sie haben es gesehen jetzt, man hat den Ball einfach weggedroschen. Vukovic, man wartet auf die Fehler des Gegners. Vukovic für Hartmann, den kriegt er noch. Wollte es richtig machen, aus dem vollen Lauf flanken. Hat. Vorteil, Acic. Ball gespielt, Sieg, eine gute Attacke, auch wenn sie von hinten ausgeführt war, aber gut attackiert vom defensiven jungen Mittelfeldspieler Drexler. Noch einmal Sieg, verteilt die Bälle sehr gut, Hartmann. Pamic gegen Braun. Lipa. Jetzt macht der GRK Druck. Acic, sofort gespielt auf Prosenik. 2 gegen 3. Bürk. Noch immer Bürk. Bürk! Und abgewehrt von Alma. Gute Aktion des GRK-Torhüters. 2 Rapidler gegen 3 GRK-Abwehrspieler und die Rapidler hatten sich durchgesetzt. Alma rechtzeitig heraußen gewesen. Gute Aktion des GRK-Torhüters, wie gesagt. Auf
Auf das wartet Rapid, auf einen Fehler im Mittelfeld, um dann zu kontern. Hier noch einmal, Bürg geht vorbei und Alma rechtzeitig heraus. Spiel gut jetzt, schnell, mit sehr viel Farbe und Sehnen auf beiden Seiten. Radlsbeck. Herab auf Wimmer. Kopfball von Hatz nicht angekommen. Langsamer Aufbau beim GRK. Es ist auch schwer. Rapid zieht sich in die eigene Hälfte zurück. Die Abwehr rückt auf. Das Mittelfeld wird sehr eng und dicht gemacht. Und so passieren natürlich die Fehler im Aufbauspiel des GRK. Und beim Kontern hat man dann natürlich mehr Platz. Lipa, jetzt müsste man schneller spielen. Ja, und man macht den Sicherheitspass. Sieg für Grimm. Kulowitz, Drechsel und Hatz attackiert Bamic immer bei Ballannahme oder noch davor. GRK hat sich jetzt wieder festgesetzt in der Hälfte. Rapid, Drechsel, pardon, Sieg, noch immer. War der Schmäh, würde ich sagen. Zu ungestüm Hatz, da verdient er jetzt wirklich die gelbe Karte, obwohl ich glaube, dass Schiedsrichter Hänsel auf eine Schwalbe von Radovic reingefallen ist. Wir werden es ja gleich sehen. Die gelbe Karte zurecht, zu ungestüm der Rapid-Manndecker. Hat da fast den Schiedsrichter attackiert. Und Hatz ist damit im nächsten Spiel gesperrt. Da wird er keine Freude haben, der Heribert Weber, nach dieser Szene hier. Es ist ungeschickt. Eigentlich ist es dumm, dass man da so zum Schiedsrichter hingeht. Aber ich glaube, dass sich der Radovic da ganz geschickt, dass der Stürmer sich fallen lassen hat. Das ist auch sein gutes Recht. Da muss man es sehen. Gefährliche Distanz jetzt. Freistoß. Bamic könnte schießen. Auch Drechsel. Mann jetzt in der Rapidmauer. Radovic steht allein neben Herav. Bamic schießt und Meyer. Gute Faustabwehr. Aber wie gesagt, eine gute Möglichkeit für den GRK. Lipa, noch ist es nicht vorbei für Rapid, die Gefahr. Grimm. So. Radovic holt den Ball. Hier noch einmal der Freistoß von Bamic, gut angetragen, aber auf dieses Eck hat natürlich Ladislav Meyer gewartet. Hier noch einmal hat gewartet, dass der Ball in diese linke Ecke von ihm aus geschossen wird. Guter Schuss von Bamic auf jeden Fall. Drechsel. Gute Aktion, Ball von Prosenik. Taktisches Foul von Prosenik. Schiedsrichter Hänsel muss aufpassen. Er möchte es locker laufen lassen, aber muss aufpassen. Radlsbeck hat er den Ball selbst ins Out befördert. Jetzt ist bald eine halbe Stunde gespielt. Wenn Sie erst später eingeschaltet haben, Rapid führt durch ein Tor von Acic, ein Weitschuss in der 18. Minute hier im Arnold-Schwarzenegger-Stadion gegen Lipa GRK mit 1:0. Aus der Sicht des GRK heißt das natürlich 0:1. Ja,
Radovic, jetzt mit guten Passes und einer guten Leistung, hat sich erfangen. Grimm, GRK, offenbar jetzt doch drauf und dran, hier mit Vehemenz den Ausgleich anzupeilen. Fehler von Drechsel, bessert ihn sofort wieder aus. Und das sind die Möglichkeiten, auf die Rapid wartet. Die Konterchancen. Aber auch jetzt geht es Penkser langsam an. Wechselpass von Hatz auf Schöttl. Saller. Rapid versucht kontrolliert anzugreifen. Herav. Einmal ein bisschen Tempo rauszunehmen, auch den Druck von GRK abzufangen. Ein Foul von Arcic. Und der Schiedsrichterassistent hat das auch richtig angedeutet. Hat zuvor gestoßen. Klare Entscheidung von Hensel und seinem Assistenten hier. Und gehalten auch noch Jürgen Hartmann. An sich ganz interessant, dass der GRK ja ein Team von Minimalisten ist. Siebenmal hat man gewonnen, zwar mit 1:0. Dreimal verloren, auch mit 1:0. Und jetzt steht es 0:1. Also, bin neugierig, wie das heute ausgeht. Kamic. Gemacht, mit dem Oberschenkel weitergeleitet, Prosenik diesen Ball zu Saler. Rapid geht jetzt auf Nummer sicher, schenkt keinen Ball her. Ist natürlich nicht attraktiv, keine Frage. Drechsel. Jetzt müsste es schneller gehen. Pamic. Jetzt hat er nur noch Hatz vor sich. Radovic geht mit. Aber zu schwach geschossen. Jetzt war mal eine Kontermöglichkeit für den GRK da und zum ersten Mal hat man hier wirklich schnell und gut nach vorne gespielt. Nur je näher es dem 16er geht, desto unsicherer wird man vielleicht auch. Fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen. Jetzt rückt der GRK sehr gut nach. Foul von Hatz. Der muss aufpassen, hat schon gelb. Durch seine Attacke an Schiedsrichter Hensel, möchte ich sagen. Das macht sein Spiel gegen Pamic natürlich jetzt schwer. Ja? Da ist er nicht mehr so vehement einsteigen können. Wieder Drechsel bei dieser Standardsituation. Wieder war Lipa da, aber jetzt hat die Rapid-Abwehr aufgepasst. Saler auf Prosenik, der sich schnell gelöst hat. Drechsel. Alle Rapidler jetzt in der eigenen Hälfte. Dichtes Mittelfeld, jetzt wird es schwer sein durchzukommen. Foul von Radelsbeck an Wimmer, würde ich sagen, der den Ball abgeblockt hat hier. Penkser ist jetzt eher unauffällig, Ballverteiler aber im Mittelfeld. Ja.
Marcel Herbert Weber mit dieser Aufstellung hier versucht auch den Gegner etwas zu irritieren, denn man hat erwartet, dass Acic aus dem Mittelfeld kommt. Der ist meist neben Bürk Sturmspitze, als Sturmspitze zu sehen. Prosenik im zentralen Mittelfeld und Sahler mit Bürk auf der linken Seite. So, jetzt links aber Hartmann auf der roten Seite sozusagen. Da spielt Acic für Radelsbeck. Bürk, schauen Sie, wo der weit hinten ist. GAK steht gut hinten, geschlagen nur durch das Weitschusstor von Acic in der 8. Minute bis jetzt. Prosini. Unaufmerksam, hätte Drechsel sehen müssen hier. Bürk gegen Drechsel. Lipa. Rapid macht ein bisschen zu wenig in der Offensive, würde ich sagen. Das kann ins Auge gehen, wenn man eventuell den Ausgleich hinnehmen muss. Zehn Minuten noch hier in der ersten Hälfte. Jetzt war der Schubserl von Pamić, aber es geht weiter. Ja, da wird ganz schön hart reingestiegen, immer. Sieht links Sahler ganz alleine. Guter Pass. Sahler gegen Lipa. Und holt einen Eckball heraus. Dritter Eckball jetzt für Rapid nach dieser Aktion von Jürgen Sahler. Prosenik. Ja, aber im kurzen Eck steht kein Rapidler. Und Pamić jetzt. Rechts geht Radović mit. Eine Kontermöglichkeit. Links geht Drechsel. Radović noch immer. Drechsel hat einen platzierten Schuss. Auch Hartmann kommt. Jetzt ist schon wieder aus. Eine gute Kontermöglichkeit, würde ich sagen, eigentlich hergeschenkt. Probiert oft den langen Pass aus der Abwehr heraus, der kommt aber nicht an und jetzt wieder der GAK durch Grimm. Ball von Schöttl. Wer würde denn gesperrt werden bei Rapid, wenn es Geld gibt? So wie Hatz, Braun noch und René Wagner, der sitzt aber vorläufig noch auf der Ersatzbank. Beim GAK gefährdet Pamić, Ehmann und Akoto, der ebenfalls Auswechselspieler ist. Freistoß, wieder Drechsel. Meier. Und alle Rapidler hinten, schauen Sie, da vorne steht niemand, nicht einmal eine einzige Sturmspitze der Grün-Weißen. Pamić, gut gemacht. Grimm, Hartmann und säbelt hier Acic nieder. Aber es war im Zweikampf. Hat nicht gesehen, wie Acic hier dahergebraust kam. Rapid hat jetzt wieder einigen Druck aus dem GAK-Spiel genommen. 10 Minuten hat der GAK wirklich gut gespielt, gedrängt. Aber die richtige, echte Riesentorchance, die hat gefehlt. Bis auf einen Konter. Der ist drin, der ist wieder voll. Jetzt Grimm. Kulowitz. Und Schöttl. Acic. Schöne Ballannahme auf Prosenik.
Ein bisschen zu steil gespielt, aber Vukovic, der alte Hauding, natürlich rascher am Ball und Lipa. Sehr viel Bewegung jetzt, das Tempo ist gut. Schöner Pass auf Radlsbeck, da passt Braun auf. Immer. Kempser wurde gehalten, aber das hat man nicht gesehen. Herauf. War eher eine rüde Attacke, würde ich sagen. Aber er wurde ja auch bedient im Spiel gegen Sturm. Jürgen Hartmann, der da einsteigt. Nasenbeinbruch und ein Cut und heute seine erste Partie. Hier das Reinrutschen gegen Herauf. Klarerweise Freistoß und Andi Herauf steht auch schon wieder. 225 Spiele, eine stattliche Anzahl, eine gute Leistung von Hartmann. Kulowitz hilft hier aus. Rosenig, Penksa, wieder Kulowitz. Ich kann mir vorstellen, dass er lieber im Mittelfeldzentrum spielen würde, als rechts an der Seite. Ein Mann mit Ideen, aber Augenthaler hat ihn heute hier an der rechten Seite aufgestellt. Bekommt es meistens mit Sahler und mit Prosenik zu tun. Hier entscheidet Schiedsrichter Hensel, der bis jetzt ein guter Spielleiter war, auf Schubsen, Stoßen von Markus Bürk. Hat genau auf Hatz gespielt. Es war wieder einer dieser unverständlichen Passes von Radovic, der sie an sich kann. Hat er sich verdient den Sonderapplaus, der 37-jährige GAK-Libero Vukovic. Unglaublich, wie der körperlich beisammen ist. Vielleicht nur ein Quäntchen an Schnelligkeit verloren hat. So, und jetzt gibt es, glaube ich, Gelb-Rot für Hartz nach diesem Zweikampf mit Radlsbeck. Und der Manndecker wird in dieser Situation ausgeschlossen. Würde gern diese Szene noch einmal sehen, ob es tatsächlich ein Gelbfoul war. Schauen wir noch einmal. Er berührt Radlsbeck gar nicht. Also da ist Schiedsrichter Hensel auf die Schwalbe von Radlsbeck hereingefallen. Den Hartz attackiert zwar, aber er berührt den Grazer überhaupt nicht. Rapid jetzt nur noch mit 10 Mann. 48 Minuten lang. Jetzt kann es spannend werden. Hui, da haut Grimm daneben. Müsste der GAK mehr Raum haben. Rapid wird natürlich da hinten mauern, wo es geht. Es birgt die Gefahr für Rapid, dass man da hinten in der Abwehr die Übersicht verliert. Man hat das gestern bei Sturm gegen Last gesehen, wo der zusammengedrängte Last dann auch phasenweise komplett die Übersicht in der Abwehr verloren hat. Kamic. Fehler. Prosenik. Geht vorbei an Hartmann. Und ein bisschen geschwinder, der Rapidler. Noch einmal. Und jetzt wird er müde, keine Frage. Und der Ball im Tor. Abstoß, korrekte Entscheidung. Ja, wie gesagt, Hensel bis jetzt in Ordnung. Auch diese Attacke
Und diese Entscheidung richtig, der Ball von Prosenik im Out, auch wenn ihn hier Hartmann gehalten hat, das konnte der Schiedsrichter nicht sehen. Aber die Schwalbe von Radelsbeck, auf die ist der Schiedsrichter reingefallen. Der GAK jetzt, kann er die numerische Überlegenheit ausnutzen? Radovic, zu schwach. Aber er bemüht sich, er ist sehr oft am Ball. Und alles in allem gesehen, doch ein Aktivposten. Hier noch einmal. Kommt ihm zugute, dass er beidbeinig ist. Aber keine Gefahr für Meyer. Noch nicht. Er pfeift unserer Zeit 4-5 Sekunden zu früh ab. Vielleicht ist er ein bisschen in Hektik verfallen jetzt, der Schiedsrichter. Na, wir werden ja hören in den Interviews, was los sein wird. Mein Kollege Michael Knöppel wird sicher jemanden unten bald parat haben. Auf alle Fälle, Rapid führt 1:0 durch ein Tor von Acic, einen Weitschuss in der 8. Minute. Eine Führung, die die Mannschaft mit kontrolliertem Spiel verteidigt hat. Jetzt, nach einer, würde ich sagen, doch ungerechtfertigten gelb-roten Karte für Hatz, Rapid in numerischer Unterlegenheit. Und ich sehe, dass Michael Knöppel Torhüter Almer bei sich hat. Ja, Peter, der Franz Almer ist bei mir. Was habt ihr bisher falsch gemacht, Franz? Ja, ich glaube, wir spielen jetzt momentan auf ein Tor. Da machen wir alles richtig, nur wir schießen kein Tor. Das ist das einzige Problem, was wir haben momentan. Wir haben leider ein schnelles Gegentor bekommen und natürlich, jetzt müssen wir ein bisschen aufmachen. Rapid hat jetzt 10 Mann, die werden sie jetzt noch mehr hinten reinstellen und es wird ganz schwer werden. Ein Satz zum Tor. Haben Sie den Ball so spät gesehen? War der nicht zu halten? Ja, ich weiß nicht. Da war schon ein bisschen verdeckt, aber gut. Das ist keine Ausrede, muss ich vielleicht ein bisschen haben, aber es ist sehr schwer gewesen in dieser Situation. Okay, danke. Ja, liebe Zuschauer, hier sehen Sie noch einmal die Emotionen von Heribert Weber. Er hat da sicher Kilometer gemacht heute an der Outlinie. Das Gleiche gilt allerdings auch für Klaus Augenthaler auf der anderen Seite, der natürlich immer wieder entsetzt war, dass seine Spieler die Chancen nicht werten könnten, beziehungsweise aus einer Überlegenheit im Ballbesitz noch nichts machen konnten. Ich habe die Position gewechselt und wir wechseln das Thema. Wir kommen zu einem anderen Spiel dieser 30. Max-Bundesliga-Runde, das von der Papierform her sicher nicht so spannend war oder die Erwartung nicht war, dass es so spannend wäre, nämlich Tirol-Milch-Innsbruck gegen Vorwärts Steyr, also die beste Frühjahrsmannschaft gegen den Punktelieferanten. Steyr hat laut Statistik 44 Auswärtsspiele nicht mehr gewinnen können, also offensichtlich eine klare Sache für die Tiroler. Der FC Tirol-Milch ohne Jeschek, Knaus und Marasek, die gesperrt und verletzt sind, in grün-schwarz, von rechts nach links spielend. Bei Vorwärts Steyr fehlen Walker, Frenet und Young. Vor gut 3000 Zuschauern rasanter Beginn der Tiroler. Zweite Minute und erster Eckball für den FC Tirol. Markus Anfang, Gilewitz auf der Linie abgewehrt. Nochmals der Eckball und Kopfball Billard nach diesem Eckball für den FC Tirol. Die Tiroler klar überlegen mit schnellem, direktem Spiel, Foul und Freistoß. Freistoß Anfang. Und Engelmeier Ersatzmann für Standardtorhüter Walker auf dem Posten. Stanislav Czerczesow auf der Gegenseite überbrückt die Arbeitslosigkeit mit Stretching. Das Spiel des FC Tirol ein einziger Sturmlauf. Markus Anfang und Engelmeier mit Problemen. Auf Raten und ärgert sich. Noch mehr ärgert sich sein Trainer. Hau da den Ball weg, Mann! Jürgen Sundermann. Angriff der Tiroler. Scharrer. Gilewitz. Die Tiroler reklamieren Elfmeter. Das Ganze noch. Pass von Scharrer. Medlicki stößt Gilewitz und für so etwas hat es schon Elfmeter gegeben. Das Spiel geht weiter. Weiter mit rollenden Angriffen der Tiroler. Kirchler, Wacher, Scharrer, Gilewitz, vergeben, daneben. Gilewitz, Wacher, Scharrer, Gilewitz und Grubox Fuß dazwischen. Es bleibt beim 0:0. Kurt Jaras Körpersprache sagt alles und angesichts des 0:0 einträchtig vereint 6 Fans aus Steyr und 6 Polizisten aus Innsbruck. Die zweite Spielhälfte. Brudlo, Kirchler, Barisic. 50. Minute, 1:0 für den FC Tirol. Torschütze Zoran Barisic.
Abwehrchef zeigt den Stürmern, wie es geht und zeigt es ihnen mit viel Gefühl. Und damit wird das Spiel zum Beginn der Abschiedstournee von Vorwärts Steyr. Pass auf Gilewitz, 62. Minute, 2:0 für den FC Tirol. Torschütze Radoslav Gilewitz. Mit der Brust gestoppt, mit links geschossen, technisch perfekt, das 2:0 des Ex-Karlsruhe-Stürmers Gilewitz. Bei Steyr brechen jetzt die Dämme, zerfällt die taktische Organisation. Der FC Tirol kann befreit und nach Lust und Laune aufspielen. Scharrer vom Elfmeter drüber. Markus Scharrer. Steyr nur einmal gefährlich. Freistoß. Freistoß Medicki und Stanislav Tscherchesow erstmals nach sage und schreibe 74 Minuten geprüft. 74 Minuten lang musste er nicht eingreifen. Sein erster Einsatz gleich einer der schwierigeren Art. Bauer für Hörtnagel gekommen, Pass in die Tiefe. Gilewitz, 80. Minute, 3:0 für den FC Tirol. Torschütze zum zweiten Mal, Radoslav Gilewitz. Schöner Haken an Torhüter Engelmeier vorbei, 3:0. Ein klarer und verdienter Spielstand. Und Vorwärts Steyr resigniert nun vollends. Kirchler, Gilewitz, 89. Minute, 4:0. Und Torschütze zum dritten Mal, Radoslav Gilewitz. Gilewitz staubt ab, der FC Tirol gewinnt gegen Vorwärts Steyr nach klarer Überlegenheit verdient mit 4:0. Und Radoslav Gilewitz schafft dabei einen lupenreinen Hattrick, seinen ersten nach Jahren. Habe ich schon vergessen, muss ich ehrlich sagen. Ich war vor 3,5 Jahren in den Schweiz und war schon lange her. Robben hat es in der ersten Halbzeit nicht geklappt. Genau die Chancen, was wir zweite Halbzeit eingemacht haben, haben wir in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Zum Schwerst, glaube ich, 8-9-0 ausgegangen heute. Dieselbe Mannschaft hat super gegen Rapid Wien gespielt. Wir haben hervorragende Spiele gemacht. Aber seit letzter Woche hat man einfach das Gefühl, dass da einige Spieler, und man hat auch so einige Kommentare gehört, wie gesagt, sich mit dem Gedanken tragen, im Falle des Abstiegs den Verein zu verlassen. Und dann kommt so eine Leistung zustande, das ist ganz klar. Ja, liebe Zuschauer, also eine klare Sache für die Tiroler und 45. Auswärtsniederlage in Folge für Steyr. Hier im Arnold-Schwarzenegger-Stadion ist noch Pause für alle, die ein bisschen später heimgekommen sind. Eine knappe, eine heiße Partie. Es führt Rapid hier beim GAK mit 1:0. Allerdings Rapid in der zweiten Spielhälfte mit einem Mann weniger. Hatz ist mit gelb-roter Karte ausgeschlossen worden. In Kürze geht es weiter, die Mannschaften sind noch nicht da. Kurz Zeit haben wir noch, aber dann meldet sich wieder Ihr Kommentator Peter Elstner zu einer hoffentlich ebenso spannenden zweiten Spielhälfte, GAK gegen Rapid. Fernduell um den Titel der Handballer. Bernd. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann mir vorstellen, nach dem Ausschluss von Hatz in der 42. Minute, Rapid-Trainer Heribert Weber reagieren wird, vielleicht einen taktischen Tausch vornehmen wird. Er hatte doch einen echten Konterstürmer, nämlich René Wagner, auf der Bank. Schauen wir uns vielleicht kurz an, wie es zur Ausgangssituation für diese zweite spannende Hälfte gekommen ist. Das 0:1 aus der Sicht des GAK in der 8. Minute durch den Weitschuss von Acic. Keine Chance für den fliegenden Torhüter Alma. Rapid hat sich dann auf Konter verlegt. Einen dieser Konter hat hier Bürg fast erfolgreich abgeschlossen. Wird hier noch bedrängt von Grimm. Und eine gute Abwehr von Torhüter Franz Almer. Und in der 42. Minute hier die Attacke von Hatz, der schon gelb hatte, nach Schiedsrichterreklamation, muss man sagen. Er hat gegen eine Entscheidung von Händel protestiert, hat den Schiedsrichter gerempelt und hat für diese Attacke, er hat dabei aber Radelsbeck nicht einmal berührt, gelb-rot erhalten. Rapid also durch die Ungestümheit auch von Hatz, war ungeschickt, was er gemacht hat. Nun in numerischer Unterlegenheit, wenngleich auch sicher Rapid monieren kann, dass der Ausschluss, also die zweite gelbe Karte, zu Unrecht erfolgt ist. Für uns als Zuschauer macht das Ganze interessant. Bis jetzt, sagt mir mein Kollege Gerald Saubach, kein Wechsel bei beiden Mannschaften. Und Rapid also im Ballbesitz. Muss jetzt mit 10 Mann dieses 1:0 verteidigen. Ein wichtiges 1:0, wenn es dabei bleiben würde. Denn man hat damit Sturm Graz, den Gegner, im Kampf um den Meistertitel in Schach gehalten. Aber noch ist es nicht so weit.
Auf der anderen Seite kann der GAK jetzt ein bisschen selbstbewusster und zielstrebiger spielen. Man spielt bis zum 16er recht gut, aber dann fehlt jemand, der, wie es so schön in der Fußballersprache heißt, ins Loch geht. Pamic wartet auf jeden Ball und Radovic kommt auch eher aus dem Mittelfeld. Und so fehlt einer, der ins Loch geht, so wie hier. Versucht es Radovic einmal, wird aber von Schöttl abgeblockt. Foul von Radovic. Offenbar hat Augenthaler gesagt, dass man über die Rapid-Abwehr hinweg spielen muss, in die Tiefe, um die Rapid-Abwehr, die gut steht, doch zumindest zu verunsichern. Wir werden also gespannt sein, welches Rezept der GAK in diesen zweiten 45 Minuten anwendet, um den Rapid-Abwehrriegel zu knacken. Da haben wir den Ladi Meier, war bei allen Spielen dabei und ist 13 Spiele ohne Gegentor. Der 33-jährige Torhüter, der wirklich zu einem Rückhalt für seine Mannschaft, nicht nur in nationalen, sondern auch internationalen Spielen geworden ist. Radelsbeck. Er hat es geschickt gemacht gegen den Hartz. Hat einen Flug simuliert und Schiedsrichter Hänsel ist drauf reingefallen. Aber es ist das gute Recht von Radelsbeck, das zu probieren. Nur man muss halt bemerken, was Schiedsrichter sind. Pamic. Grimm, alle Rapidler jetzt am eigenen 16er. Es kann gefährlich werden, ich habe das erste Spielhälfte erwähnt, der LASK gestern auch in numerischer Unterlegenheit gegen Buntigammer Sturm und da hat man phasenweise die Übersicht am eigenen 16er verloren. Es löst sich dann jede Ordnung auf, das Decksystem funktioniert nicht mehr und der Gegner kommt dann zu guten Chancen. Vor allem, wenn man dann immer wieder in den Strafraum des numerisch geschwächten Gegners hineinflanken kann. Rapid muss also jetzt eines versuchen, die Ordnung zu behalten, hinten dicht zu stehen, aber nicht so, dass man nicht mehr genau decken kann. Drechsel. War Foulspiel von Radovic, entscheidet hier Schiedsrichter Hänsel. Der Ball von Radovic wäre an die Latte gegangen. Hier noch einmal. Da hatte Braun einige Mühe, rutscht hier weg. Ja, könnte man auch diskutieren, diese Entscheidung. Vielleicht sieht man mehr von dieser Seite. Wir haben ja die Möglichkeit, die der Schiedsrichter nicht hat. Wurde er hier gehalten, etwas Braun, der Schuss von Radovic an die Stange. Drechsel. Der GAK müsste natürlich auch versuchen, das Spiel nun von der Seite aufzuziehen, um über die Seite die Rapid-Abwehr zu verunsichern. Grimm. Vukovic. Grimm. Wenig Bewegung jetzt bei den Grazern. Da warten alle vorne auch am 16er auf den entscheidenden Pass. Drechsel, das war gut gespielt von Hartmann, Radelsbeck und Eckball für GAK. Der GAK wird ja vom Sponsor Liebe einen erhöhten Betrag erhalten. Das hat sich die Mannschaft verdient. Hat nach wie vor beste Chancen auf einen UEFA Cup Startplatz. Jetzt wieder Drechsel mit einer guten Leistung bis jetzt. Der Ex-Rieder Spieler. Ja, da hat man auf Drechsel nicht aufgepasst, der kann jetzt noch einmal flanken. Radelsbeck. Hacic. Wimmer. Herer. Der Ball war hergeschenkt. Und dadurch wieder Radelsbeck. Kommt der Möglichkeit jetzt, so komisch das klingt, für den GAK. Pamic! Haken! Schuss! An die Stange, an die Latte, aber eine super Aktion von Igor Pamic. Guter Haken im Strafraum, der schaut oft so ungeschlachten aus, aber der Haken war wirklich klasse. Jetzt hat der GAK schon zweimal Pech gehabt. Einmal abgepfiffen die Aktion von Radovic und jetzt Latte von Pamic.
Jetzt wird auf Handspiel entschieden von Nacic. Schauen wir uns die Chance von Pamić noch einmal. Guter Haken, da rutscht Bürk vorbei. Auch Herav, und der dürfte den Ball noch etwas abgelenkt haben. Also dieser Rettungsversuch von Herav geglückt hier. Guter Schuss jetzt von Sick, dem jungen Mann, der immer wieder aus dem Mittelfeld kommt. 20 Jahre alt, 16 Spiele hat er für seine Mannschaft gemacht. Da hat er noch keines erzielt. Wieder Sieg. Riesentalent. Ball von Bürk. Rapid wird natürlich versuchen, jetzt auch das Spiel etwas zu zerhacken. Durch taktische Fouls. Da muss der Schiedsrichter auch aufpassen. Radovic. Etwas zu lang am Ball. Da hat er Glück gehabt, dass Prosinic den Ball weitergespielt hat. Hartmann. Drechsel. Und jetzt muss der GAK wieder von vorn beginnen. Kulovic zeigt auf, dass er rechts steht, aber Ball kommt zu Pamić. Drechsel, Abwehr von Wimmer zu kurz. Lipa, jetzt wird es natürlich rund gehen im Rapid-Strafraum. Vukic, Mannschaft von Rapid kommt überhaupt nicht heraus. Grimm. Kulowitz. Ui, Fehler von Herav. So, jetzt sieht man es deutlich. Mitte der ersten Hälfte hatte uns Regisseur Michi Kögler eingeblendet. 50 zu 50. Lipa! Und jetzt der Ballbesitz zugunsten des GAK ganz deutlich. Lipa im letzten Augenblick hier noch behindert. Aber der Hurt brennt im Rapid-Strafraum immer mehr. Kann man wohl sagen. Meier etwas angeschlagen nach dieser Aktion von Lipa. Der Wiener, der über Vorarlberg nach Graz kam, hat sich wirklich zu einer Stütze seiner Mannschaft entwickelt. Und er gehört auch zu einem der Kandidaten für die Nationalmannschaft. Rapid müsste versuchen, ein bisschen mehr den Ball halten zu können, aber das ist leichter gesagt als getan. Grimm. Der GAK hat natürlich immer eine Anspielstation frei. Hartmann. Drechsel. Radelsbeck bewegt sich sehr viel und sehr gut. Hat aber mit Wimmer auch einen starken Gegner. Momentan leid geprüft, Heribert Weber. Wieder Radelsbeck. Braun. Ja, in dieser Phase kann Rapid den Ball nur wegschlagen, verliert den Ball aber dadurch natürlich sofort wieder und der GAK kommt. Pamić hat sich gut freigelaufen, Vukovic hat das sehr gut gesehen. Radelsbeck flankt aus dem Stand und etwas unkonzentriert. Naja, Klaus Augenthaler wird jetzt natürlich ein Tor seiner Mannschaft erwarten. Unbedingt. Wo war das, könnte man bei dieser Einstellung sagen. Wohin wird der GAK also heute gehen? Zu einem Erfolg. Einmal der Ausgleich wäre jetzt wichtig für die Grazer. Interessant, dass beide Mannschaften noch ohne Wechsel ausgekommen sind. Beide Trainer. Man könnte taktisch vielleicht doch einige Veränderungen herbeiführen. Drechsel. Guter Pass auf Kulowitz gegen Sala. Braun. Ja, attackiert jetzt, muss er den Ball wegschlagen. Grimm. Es wird auch eine konditionelle Frage sein, denn die Rapidler haben natürlich jetzt doch größere und weitere Wege zurückzulegen als ihre Gegner. Im Gesamten gesehen natürlich.
Kann man sich vorstellen, dass die Sturmfans jetzt daheim dem Lokalrivalen die Daumen halten und mitfiebern, ob der Ausgleich gelingt. So wie vorige Woche auch Herbert Weber begeistert zugeschaut hat, wie die Wiener Austria gegen Sturm Graz ein Unentschieden erkämpft hat. Bukovic. Sick. Alle Rapidler vorm und am eigenen 16er. Bamic. Radovic. Und kurze Eck geschossen. Bamic regt sich auf, dass er den Ball nicht aufgelegt hat. Aber ich glaube, aus dem vollen Lauf hatte Radovic nicht mehr viele Möglichkeiten hier. Da hat Wimmer hinten das Offside aufgehoben. Und dadurch die Chance von Radovic nach der Vorarbeit von Sick. Hier noch einmal. Schuss ins kurze Eck. Meier mit Mühe. Wieder Eckball für Lieper GRK. Wieder zur Ecke gegeben von Kulowitz. Cornerverhältnis 7:3. Sie haben es eingeblendet gesehen. Lipa immer bei diesen Standardsituationen mit vorne dabei und Abstoß. Da tändelt Rapid hinten herum. Ich glaube, dass da eine gelbe Karte im Bereich des Möglichen ist, wenn nicht zügig abgespielt wird. Spielen sollte man sich hier nicht, Herr Händel ist in der Beziehung doch auch schon rigoros gewesen. War ein Foul von Hartmann, nicht gegeben. Sieg, sehr gute Übersicht, der junge Mann. Einmal eine Kontermöglichkeit, die Prosenik versiebt. Sieg für Drechsel. Ja, dass er es probiert, hätte ich mir fast gedacht. Hat einen guten Weitschuss, aber vielleicht etwas überhastet geschossen. Denn Klaus hat es nicht gefallen. Ruhig, richtig. Hat er recht. Nervös, man sieht es an der Gestik, der Körpersprache, Herbert Weber. Acic versucht hier gegen drei durchzukommen. War eigentlich kein Foul, auch wenn zwei Mann ihn attackiert haben, hat mit dem Ball gespielt. Herbert Weber sieht es anders. Aber das ist klar, Jupp-Brille ist erlaubt, wenn man Rapid trainiert. Grimm. Kovic. Schöne Schubferl, aber Sieg etwas zu kurz gekommen gegen Meier. Knapp eine Stunde jetzt gespielt, Rapid führt noch immer mit 1:0 durch ein frühes Tor von Acic, ein Weitschuss in der 8. Minute. Prosenik. Ja, man versucht direkt und in die Tiefe des Raumes zu spielen, um so die Kontermöglichkeiten auszuschöpfen, aber bis jetzt ist das noch nicht gut gelungen. Schauen Sie sich den Ballbesitz an, 60:40 für den GRK. Bürg. Freistoß nehme ich an, jawohl. Rapid jetzt in der Abwehr nur Braun, Wimmer bei Pamic, Sala bei Radovic. Und Schöttl geht jetzt auch zu Pamic, hat sich Ratschläge geholt, während Prosenik den Freistoß schießt. Genau auf Almer. Das verstehe ich nicht, dass Profifußballer, die das tagtäglich üben, aus einer stehenden Situation genau zum Golmer flanken. Unglaublich.
Schmidt hat sich wieder aufgestellt. Schöttl bei Pamic, Braun hat Radovic. Manchmal löst man die Libero-Position notgedrungen auf. Und der GAK kommt bis jetzt nicht gut. Einmal hat man Pech gehabt, muss man dazu sagen. Schöner Haken von Pamic und ein Lattenschuss. Die Zuschauer werden jetzt unruhig. Pamic für Sick. Drechsel, auf den muss man aufpassen bei Weitschüssen. Noch einmal Pamic. Schupferl auf Lipa. Naja, was der Lipa macht, alles hat Hand und Fuß. Da muss Gelb geben. Wieder eine ungeschickte und unbedachte Aktion. Da war der Schiedsrichter jetzt wirklich gnädig. Vukovic protestiert, auch Grimm. Der Endl brauchte das nur an die Regeln zu halten. Das war an für sich Gelb, absichtliches Handspiel. Sieg. Müsste Abstoß geben. Die Attacke von Schöttl ließ den Ball an das Bein von Sieg prallen. Hartmann, Kulowitz und Radelsbeck halten die Seiten besetzt, links bzw. rechts. Damit wird es schwer für die Rapid-Abwehr ganz massiv aufzutreten. Sie wird auseinandergezogen. Das macht der GAK gut. Aber es wird doch noch zu langsam gespielt. Jetzt Radelsbeck allein. Wimmer. Benkser, Acic auf Bürg. Da kommt jetzt ein taktisches Foul, das ist klar. Aber es bringt ein bisschen Pause für die unter Druck geratene Rapid-Abwehr. Da wird hoch auf den kleinen Benkser geflankt. Ja, und der GAK spielt hier herum, kann den Abwehrriegel nicht knacken. Und jetzt werden wir es vielleicht gleich sehen. Kein Rapidler in der anderen Hälfte. Nur Vorstopper Grimm, alles vorm 16er Rapid. Grimm. Ja, jetzt das wird schon langsam heiß da im Schwarzenegger Stadion. Schauen wir uns die Attacke noch einmal an. Klar, Prosenik trifft Grimm hier, der stirbt natürlich, ist auch sein gutes Recht. Hänsel müsste mal die Kapitäne zu sich holen und sie ermahnen. Ich glaube, jetzt für den Schiedsrichter dann schwer zwischen Schwalbe und Nichtschwalbe, zwischen tatsächlichen und vorgetäuschten Foul zu unterscheiden. Pamic jetzt weiter hinten. Fußball spielen kann er, der Lange. Und ein Fehlpass auf Hartmann. Aber er ist eines, er ist ein Antreiber geworden in der GAK-Mannschaft. Auch wenn ihm der Torerfolg aus dem Spiel bis jetzt noch nicht gelungen ist. Wie gesagt, ein Elfmeter in der Meisterschaft, ein Elfer in den Vorbereitungsspielen. Die Torausbeute des langen Zentrumstürmers. Und ihn kann man wohl als Zentrumstürmer bezeichnen. Drechsel hat er gut den Ball abgeblockt. Ja.
Es ist jetzt für den GAK eher ein Klein-Klein da vor dem 16er Rapid. Bulowitz, man sollte ihn nicht flanken lassen. Radlsbeck. Flankt immer aus dem Stand und da fehlt natürlich die Kraft. Etwas harsche Attacke von Acic hier an Vukovic. Kulowitz spielt sehr ruhig, versucht die Übersicht zu behalten. Grimm mit vielen Ballkontakten. Radlsbeck immer wieder von der linken Seite. Aber Wimmer auch immer bei ihm. Der junge unter 21 Teamspieler versucht jetzt einmal auf eigene Faust. Und Foul wird hier entschieden für den GAK. Herauf protestiert. Aber der Schiedsrichter, das ist so wie bei der Polizei. Was die ausgeben an Strafmandaten, nehmen sie nicht zurück. Der Schiedsrichter tut es genauso. Pamic, das ist gefährlich. Hat einen scharfen Schuss auch aus dieser Distanz, etwa 20 Meter von links. Mit rechts wieder eintreten. Scharf und gut, aber doch drüber. Wir wissen, was er da immer schimpft mit seinen Kameraden. Jetzt kommt es zum Wechsel, da macht sich Brenner bereit. Wen wird Augenthaler jetzt rausnehmen? Und zwar einen defensiven Mann, nämlich Grimm. Den Vorstopper. Sturmspitze bei Rapid gibt es ja jetzt keine. Möglicherweise, dass der Heribert Weber jetzt mit René Wagner antwortet. Aber wir werden ja sehen. Grimm hat gut gespielt, aber er ist, was die Defensivarbeit betrifft, vor keiner allzu schweren Aufgabe gestanden. Naja, und das ist auch Rekord. Seit 28.10.98 kein Bundesligator. Er hat einiges gut zu machen. Vielleicht gelingt es heute. Der Antrieb müsste da sein, denn der Bursche weiß das ja. Kommt, kämpfen, sagt der Heribert. Aber das Kämpfen kann man der Rapid-Mannschaft nicht absprechen. Sie hat vielleicht in der ersten Hälfte zu sehr mit dem 1:0 hausgehalten, hat sich zu sehr auf die Verteidigung dieses knappen Vorsprungs gestützt und ist dadurch unnotwendigerweise sehr, sehr unter Druck gekommen. Jetzt ist Raum hier für Radovic. Links geht Drechsel. Drechsel, noch immer Drechsel. Und eine Glanztat von Ladislav Meyer mit dem schwächeren Fuß, aber hervorragend geschossen und ebenso hervorragend gehalten. Mit Filet-Fee der Schuss von Drechsel. Und mit den Fingerspitzen Ladislav Meyer. Eine super Aktion von beiden Spielern. So macht Fußball Freude und Spaß. Im GAK wäre es lieber gewesen, der Ball wäre drinnen gewesen, aber Eckball. Acic, ein Mann, der den Ball halten kann, dadurch das Spiel für Rapid etwas zum Stehen bringt und Ruhe bringt. Und hier noch einmal der gute Schuss von Drechsel. Etwas abgefälscht. Und das hat es für Meyer doppelt schwer gemacht, wie man aus dieser Einstellung sehr schön gesehen hat. Benxer gegen Hartmann. Ja, wäre Bürg mitgegangen, hätte hier Hartmann nicht zurückspielen können, aber ganz traut man sich bei Rapid natürlich nicht heraus. Pass von Prosenik auf Radovic. Brenner. Foul von Schöttl. Hier noch einmal. Klare Entscheidung. Der Schöttl doch am Ball vorbeigerutscht.
Ja, der Druck des GRK wird immer größer. Ein Tor hängt sozusagen in der Luft. Nur drei Mann Mauer. Das kann gefährlich sein. Heribert Weber hat schon hineingerufen. Jetzt geht auch noch Acic in die Mauer. Und René Wagner wärmt sich irgendwo auf. Da unten, ja, sehe ich ihn. Aber zuerst einmal der Freistoß. Ganz hinten steht Hartmann. Und der ist zu weit. Rapid hat Mut gehabt, die ganzen Zwerge unter Anführungszeichen in der Mauer. Sala, Benkser, Prosenik und Acic, die kleinsten. Und jetzt kommt also René Wagner, der beste Torschütze Rapids mit 10 Treffern. Der Spieler, der am meisten eingewechselt wurde, sagt man. Und das stimmt auch. Er ist 18 Mal getauscht worden. Er hat es aber mit Bürk auf insgesamt 17 Tore gebracht. Für Rapid. Also eine erkleckliche Anzahl. Das zeigt auch, dass er die Jolly-Joker-Funktion momentan ganz hervorragend ausfüllt. Aber jetzt Brenner. Lässt sich zu lange Zeit mit der Flanke. Ja, und Rapid kann jetzt nur den Ball wegschlagen. Kulowitz einmal in der Mitte. Acic. Benkser. Vor ihm ist niemand. Da müsste Acic mitgehen. Foul provoziert, aber geschickt provoziert. Und er provoziert damit auch eine gelbe Karte für Sieg, die meiner Ansicht nach ebenso ungerechtfertigt ist wie der Ausschluss von Hartz. Aber bitte machen Sie es auch daheim, Ihr Bild. Gelb für Sieg. Wir haben ja gesehen, die ganze Routine und, wie soll man sagen, das Ausgefuchstsein des kleinen Marek Benkser, der dieses Foul provoziert hat. Prosenik, glaube ich, wird aus dem Spiel, der jetzt beim Ball steht, und René Wagner wird hineinkommen. Ein Mittelfeldspieler also hinaus und eine Sturmspitze, ein richtiger, spritziger Konterstürmer statt Prosenik, der eine gute Leistung geboten hat. Er versteht den taktischen Austausch und Heribert Weber gratuliert ihm auch in diesem Moment. Sala. Ja, war gefährlich. Dahinter hat schon René Wagner gelauert, hinter Vukovic. Ball ist draußen. Atempause für Rapid. Die Mannschaft hat Chance, über die Runden zu kommen, wenn es gelingt, das Spiel öfter in die Hälfte des GAK zu tragen. Aber das wird natürlich ungemein schwer werden. Schauen Sie, der Klaus zeigt hier, dass er kicken kann. Nimmt den Ball schön runter. Kulowitz, jetzt einmal kommt der Möglichkeit für den GAK, Radelsbeck. Spielt den Ball aber Drechsel nach hinten, der muss stehen bleiben. Das unterbricht natürlich den Angriffsrhythmus. Pamic. Lipa, wenn er am Ball ist, wird es meistens immer gefährlich. Gute Intervention von Herer. Kulowitz. Und Radovic lässt weiterlaufen für Brenner. Es war eine Riesenmöglichkeit, hätte Radovic hier selbst geschossen. Hat es gut gemeint und trotzdem das Falsche gemacht. Aber jetzt Herer. Spiel jetzt farbiger. Rapid kommt öfter raus aus der eigenen Hälfte. Die letzte Viertelstunde, also die Rapid-Viertelstunde, die kann im Schwarzenegger-Stadion natürlich nicht anbrechen, aber Rapid wird noch einmal allen Kampfgeist hier einsetzen und der GAK alle Kräfte zusammennehmen, um doch hier noch den Ausgleich zu erzielen. Da ist der Rapid-Sektor, so 200 bis 300 eiserne Rapid-Fans sind hierher nach Graz gekommen. Foul von Herer, da braucht er nicht protestieren, aber klar, im Kampfeifer ärgert man sich doch. Jeder, der Fußball spielt, weiß das. Aber wieder gute Möglichkeit, wieder für Pamic. Der hat ja einen Traumschuss. Wo
Wo wollen Sie ihn haben? Jetzt höschelt er den Schiedsrichter ein bisschen. Sollte er nicht tun. Aber gut, der Ball liegt. Rapids Mauer steht 9 Meter weg. Pamic hat jetzt alle Möglichkeiten. Putzt das Gras. Hänsel ermahnt ihn jetzt, 2 Meter zurück. Da hat er sich insgeheim, wie Hänsel die Mauer aufgestellt hat, 2 Meter herausgeholt. Und ich habe gesagt, er soll sie nicht spielen. Er kriegt Geld. Alles nicht notwendig. So, jetzt legt der Vukovic den Ball dorthin, wo er wirklich hingehört. Und wer wird jetzt schießen? Vukovic. In die Mauer. So, und jetzt der Konter. Wer ist schneller? Acic oder Sik? Rechtsgedrehte Wagner. Die Riesenmöglichkeit auf die Vorentscheidung vielleicht hier. Wagner scheitert an den wieder hervorragend herauslaufenden Dalmer. Das war vielleicht der Matchball zugunsten Rapids. Eine Riesenkonterchance aufgelegt von Acic. René Wagner kann sie nicht nützen. Wartet zu lange und Alma schon zu knapp am Rapidstürmer heran. Ja, auf das haben die Rapidler gewartet, aber sie konnten es nicht nützen. René Wagner, wie heißt es so schön? Jetzt hätte er berühmt werden können. Aber Eckball für Rapid. Kann man vorstellen, dass dem Klaus Augenthaler jetzt ein bisschen der Schweiß ausgebrochen ist und allen GAK-Fans daheim vor den Fernsehschirmen und hier im Stadion. Eckballverhältnis 3:4, dafür der Rapid noch immer. Wimmer. Bürg mit dem Hinterkopf, der Ball noch nicht draußen und jetzt. Abstoß vom Tor von Alma, der in allen Aktionen, die er gezeigt hat, Klasse ebenso gezeigt hat. Er ja auf Abruf für die Nationalmannschaft parat. Der Ballbesitz eklatant jetzt zugunsten von Litauer GAK. Aber es ist spannend. Letzte Viertelstunde, letzten 12 Minuten. Gelingt dem GAK jetzt der Ausgleich? Oder kommt noch einmal so ein überraschender Konter von Rapid? Acic verfehlt hier den Ball, der die Chance für René Wagner mustergültig aufgelegt hat. Sik, der jetzt den Posten von Grimm, also knapp vor Vukovic, eingenommen hat. Lipa ganz rechts und Kulovic eher in halbrechter Position. Lipa gegen Bürg und Foul. Und jetzt gibt der Schiedsrichter weiter. Vielleicht habe ich mich getäuscht. Ja, der traut sich was, der Alma. Sehr viel Selbstvertrauen, aber gut gemacht. Drechsler. Pamic. Drechsler gut gespielt auf Hartmann. Da steht Libero Braun. Noch einmal Hartmann. Noch ist die Gefahr für Rapid nicht vorbei. Und im letzten Moment Benxer mit einem kleinen Schupferl vor Drechsler gerettet. Wieder Acic, wieder René Wagner. Ja, aber so viel Kraft hat der Acic nicht mehr. Nach über 80 Minuten jetzt genau. Lipa. Gelingt dem GAK jetzt noch der Ausgleich? Das ist die Frage. Vor allem für Rapid. Die Mannschaft muss ja daran denken, bei Sturm dran zu bleiben im Kampf um die Meisterschaft. Und der GAK braucht diesen Sieg nach den Ausrutschern gegen Salzburg ebenso nötig. Wie ein bisschen Brot. Ein Unentschieden ist eigentlich fast zu wenig. Ein vorentscheidendes Spiel, vielleicht hier, was den Ausgang der Meisterschaft und die Verteilung der UEFA-Cup-Plätze betrifft. Pamic jetzt, schau wie er arbeitet. Setzt sich gegen den kleinen Benxer da durch. Kulowitz. Sieg. Noch einmal zu Drechsel, der viel läuft, viel unternimmt, viel versucht. Aber der Pass nach vor, der kommt nicht. Sieg. Lipa. Schießt Zahler an.
irgendwas stimmt da nicht. Noch kein Weitschuss der Grazer. Man muss seine Abwehr, die so massiert steht, auch versuchen, mit Weitschüssen zu knacken. Zu wenig von der Seite. Und man spielt auch zu langsam. Man wartet. Auf was wartet man? Immer wieder ein Bein des Rapid-Abwehrspielers dazwischen. Jetzt war es Schöttl. Vukovic. Da hätte überhaupt nichts gegeben, aber der Schiedsrichter Hänsel entscheidet auf Foul von Drechsel, obwohl sich Wimmer hier angelehnt hat, muss man eindeutig sagen. Also beide Teams werden mit der Leistung des Schiedsrichters heute nicht ganz zufrieden sein. Da sieht man es, Wimmer lehnt sich an und es gibt Foul für ihn. Möglicherweise, dass es jetzt noch zu einem Wechsel beim GAK kommen wird. Lipa. Pamic lässt sich zurückfallen, um öfter an den Ball zu kommen. Da hat es ein Duell Sahler gegen Lipa ohne Ball gegeben. Zu drei Torschüsse für den GAK, aber keiner im Tor. Interessante Statistik und Kopfball von Radovic genau auf Meier. Möglich, dass jetzt Augenthaler noch einen kopfballstarken Spieler sozusagen als Notbremse, Bremse kann man nicht sagen, aber als letzten Rettungsanker hier einsetzen will, nämlich Ehmann, großgewachsenen Spieler. Um dann hineinzuflanken, auf Gedeih und Verderben in den Strafraum, also Hopp oder Drop, Pamic. Da legt sich Pamic nieder. War es Foul, ja oder nein? Ich habe es nicht gesehen. Herer verliert den Ball. Radlsbeck. Gute Flanke! Und Meier. Pamic liegt noch immer, reklamiert hier Foul eines Rapidlers. Haben wir Radovic, der in diese Flanke von Radlsbeck hineinschießen wollte. Wie lange geht es noch? Knapp 6 Minuten. Ich bin neugierig, wie lange der Schiedsrichter nachspielen lässt. Und hier noch einmal die gute Intervention von Meier. Wenn Sie später zugeschaltet haben, hat es in der 42. Minute ausgeschlossen. Rapid führt durch ein frühes Tor von Acic in der 8. Minute. Und Ehmann kommt, ein Abwehrspieler, der jetzt aber da vorne mitspielt und Radovic geht hinaus. Und hier noch einmal das Tor, das das Spiel bis jetzt entscheidet. Das 1:0 für Rapid. Ein Schuss, gegen den der ausgezeichnete Almer machtlos war. Aber Abschlag vom Tor von Ladislav Meier. Wimmer. Der hatte alle Hände voll zu tun gegen Radlsbeck und gegen Drechsel da auf der linken Seite. Und auch Hartmann, der immer wieder gekommen ist. Wagner gegen Vukovic. Da ist er ein bisschen geschwinder. Durch die Beine. Outführer. Was entscheidet der Schiedsrichter? Schiedsrichterassistent hat auf Out für Rapid entschieden. Schiedsrichter Händel entscheidet auf Freistoß. Vukovic. Ehmann jetzt bei Schöttl, dem Rapid-Kapitän. Wird wahrscheinlich auf die ganzen hohen Bälle gehen, die jetzt Lipa versucht, hier in den Strafraum zu senden. Pamic, ein bisschen unbeweglich ist er schon. Bürk gegen Lipa. Auch dieses Foul von Bürk provoziert. Ist in den Lauf von Lipa gelaufen. Und auch schon völlig erschöpft. Aber da muss der Schiedsrichter Foul pfeifen. Ich glaube, dass Pamic angeschlagen ist, deutet das auch der Betreuerbank. Und Luhovi wird kommen. Schwellung am Knie, wird auch gleich mit Eis behandelt vom Masseur.
Luovi kommt, ein Mann, der viele Chancen hat, aber auch viele vernebelt. Vielleicht kann er noch in den letzten 3-4 Minuten hier zugunsten des GAK scoren. Das ist jetzt die Frage. Und bekommt man auch ihn unter Griff oder in Griff, wie Rapid schon Pamić und Radovic in den Griff bekommen hat. Die sind noch bei der guten Laune. Foul von Lipa. Hat hier gedrückt seinen Gegenspieler. Ich glaube, es war Marek Benkser. Ein Freistoß. 87 Minuten gespielt. Rapid führt in numerischer Unterlegenheit noch immer hier im Schwarzenegger Stadion vor 7.000 Leuten. 8.500 genau. Mit 1:0. Bleibt es dabei? Die Frage dieser Schlussminute. Bürk. Guter Schuss von Wimmer. Und gut geschaut hier. Schöttl auf Acic. Der wird jetzt trippeln. Geht hinein wahrscheinlich. Versucht selbst zu schießen. Und jetzt der Konter. Jetzt ist Raum einmal für den GAK. Und diesen Raum hat ja die Grazer Mannschaft nicht gehabt. Das hat Rapid relativ geschickt gemacht. Drechsel. Brenner. Gute Flanke. Und wieder war Lipa da, glaube ich. Nein, das war Ehmann, pardon. Den dunklen Haarschopf jetzt verwechselt. Darum der Wechsel von Augenthaler. Aber richtig entschieden hier auch auf Foul von Ehmann, der bei Wimmer gehörig angetaucht hat. Hier noch einmal die Szene. Und Ehmann räumt Wimmer hier weg. Abstoß oder Abschlag vom Tor von Ladi Meier. Und am Spielfeldrand noch immer der verletzte Spieler. Hat da einiges abbekommen, wo es am meisten wehtut. Und zwar in der gegnerischen Hälfte ist es Acic. Hier noch einmal bei seinem Schussversuch ist ihm der Ball da in den Unterleib geprallt. Das tut höllisch weh. Hier noch einmal. Noch ein Wechsel jetzt bei Rapid. Wittl aus der Schweiz geholt, kommt für Acic jetzt ins Spiel. Mittelfeldspieler, von dem sich Herbert Weber vielleicht für die Zukunft einiges verspricht, wenn er sich besser eingewöhnt hat. Intelligenter Spieler. Und eine Minute noch. So, an sich wäre das Spiel schon langsam aus, aber ich nehme an, dass der Schiedsrichter jetzt einiges nachspielen lassen wird. Wagner. Wieder Foul. Rapidler versuchen natürlich nun mit dem Ball in den Gegner zu gehen, um auch diese Fouls zu provozieren. Das gelingt. Glatte Sache. Die Foulstatistik ausgeglichen, 21:21, aber Rapid führt hier 1:0. Überlegenheit, was den Ballbesitz betrifft, war schon eklatant zugunsten des GAK. Aber wirklich konnte sich die Mannschaft von Klaus Augenthaler im Verlauf dieses Spieles nie durchsetzen. Zu langsam, muss man doch sagen, die Aktionen nicht in die Tiefe. Dazu waren auch die Spieler Persönlichkeiten, die Spieleranlagen von Pamić und Radovic nicht dafür geschaffen. Die haben auf den Ball gewartet, eher als sie in die Tiefe des Raumes gegangen wären. Und deshalb steht es jetzt 1:0 für Rapid. Auch hat man es verabsäumt, wirklich über die Flanken zu kommen, schnell zu kommen. Und Rapid war es immer wieder möglich, den Raum dicht zu machen. Missverständnis Wagner Wimmer da hinten. Kommt Rapid mit diesem 1:0 über die Runden, dann ist das auch dem Kampfgeist der Mannschaft zuzuschreiben und dem Sicherheitsdenken des Trainers Herbert Weber. Da hat er
in diesem Spiel Glück gehabt. Denn er hat schon mit einer Sicherheitsvariante begonnen, ohne René Wagner, in Abwesenheit von Angelo Vier. Immer wieder ein Rapidbein dazwischen. Und immer wieder die Konter, immer wieder geht ein Rapidler mit, hier Sala. Und immer wieder die Fouls bei diesen Kontern. Und das hilft nicht dem GAK, sondern das hilft Rapid. Immer wieder Unterbrechungen, bei denen sich Rapid erfangen kann. Der Schiedsrichter hat jetzt angezeigt, noch 2 Minuten. Und hier noch einmal die Attacke von Brenner an Sala. Der lässt sich natürlich auch seiner Sicht verständlicherweise fallen. Ein Freistoß für Rapid. Sala hat sich dabei verletzt. Und Marcel Frey deutet, dass noch ein Wechsel notwendig ist. Aufregung auf beiden Trainerbänken jetzt in diesen letzten Minuten. Wer ist jetzt noch draußen? 2 junge Spieler bei Rapid, nämlich René Mitterecker und der Florian Schwarz, den man aus Tirol geholt hat, den Sohn des ehemaligen Austria- und Innsbruck-Spielers Schwarz. Sala, hoffentlich hat er sich da nichts gemacht bei dieser Attacke von Brenner. Und statt Sala kommt nun René Mitterecker herein, auch ein Obersteirer. Sala ja aus der Steiermark zu Rapid geholt und auch René Mitterecker. Der 21-jährige Spieler, der noch keinen Einsatz in der Kampfmannschaft gehabt hat. Ein technisch guter Spieler, hat man schon beim Training angeschaut. Klein gewachsen wie Sala, aber sehr flink und wie gesagt am Ball gut beschlagen. Die letzten 2 Minuten also, wenn man die Nachspielzeit einrechnet. Wittl, in der Mitte ist Benxer. Auch Herauf kommt von hinten. Noch immer Wittl, setzt sich durch und Almer. René Wagner und knapp am Stangl vorbei. Auch das war Pech, genauso wie Pech für den GAK dabei war, als Pamić den Ball an die Stange gesetzt hat. Da kommt in der zweiten Hälfte noch Herauf dazwischen rutschen und dadurch nach einem schönen Haken die gute Aktion von Pamić an die Stange. Luhovi und wieder Ladislav Meyer. Die letzte Aktion vielleicht in diesem Spiel und noch einmal Eckball für den GAK. Ist das die letzte Chance auf den Ausgleich? Jetzt natürlich brennen die Nerven da im Rapid-Strafraum. Ladislav Meyer, Brenner, Gulawitz und noch einmal Ladislav Meyer. Er war ein Bollwerk für seine Mannschaft. Almer war mit vorne und das Spiel ist zu Ende. Und unter großem Druck und Hektik, mit einer kämpferisch wirklich guten Leistung, bringt Rapid dieses für die Meisterschaft wahrscheinlich ganz, ganz wichtige 1:0 über die Runden. Und die Rapidler bedanken sich zu Recht bei Ladislav Meyer. Er war immer da, wenn es gebrannt hat, wenn einmal Pamić oder Radovic durchgekommen sind. Er hat die Attacken der GAK-Spieler, die bis zu ihm durchgedrungen sind, im letzten Moment vernichtet. Herbert Webers Taktik, die defensiv ausgerichtet war, ist aufgegangen. Die vorsichtige Taktik von Klaus Augenthaler in den Anfangsminuten eigentlich nicht. Auch die GAK-Spieler können sich bei ihrem Tormann bedanken. Er hat in einigen Situationen seine Klasse bewiesen. Aber Ladislav Meyer, ihm scheint der GAK zu liegen. Erinnern wir uns, bei seinem Debüt hat Ladislav Meyer 2 Elfmeter gehalten. Und heute darf ihm Herbert Weber gratulieren. Dem Rapid-Coach wird hier ein Stein vom Herzen fallen, dass er mit diesem 1:0 nach Hause fahren kann. 65% Ballbesitz nach der numerischen Unterlegenheit. Rapids in der zweiten Hälfte hat sich das deutlich gemacht. Cornerverhältnis ausgeglichen, ebenso die Fouls. 3 Rapid-Abseitsstellungen, die mehreren Torschüsse auch für den GAK. Aber das 1:0 für die Rapid-Spieler, die jetzt zu ihrem Sektor laufen, zu den Fans und sich für ihre Unterstützung bedanken. Die Meisterschaft bleibt dadurch natürlich weiter spannend, denn auch Sturm hat sich ja gestern beim Last durchgesetzt und bleibt sozusagen dem Tabellenführer auf den Fersen. Wir haben ein spannendes und gutes Spiel gesehen. Man hat aber bemerkt, dass dem GAK doch einiges Selbstvertrauen gefehlt hat.
um diese Rapid-Abwehr, die gut gekämpft und gut gespielt hat, zu knacken. Gleich hinunter jetzt, von herum haben wir es zu Michael Knöppis. So, und jetzt sind wir noch mal live im Stadion. Liebe Zuschauer, Klaus Augenthaler ist schon hier. Wir haben nur ganz kurz Zeit, aber es muss Zeit sein, um den Verlierer zu fragen, warum ist das passiert heute? Ja, weil Rapid ein Tor geschossen haben und wir haben es nicht verstanden, in der zweiten Halbzeit mit einem Mann mehr aus unseren Möglichkeiten einen Ausgleich zu machen. Die rote Karte ist eine Diskussion sicher noch lange. Was sagen Sie? Ich sage gar nichts mehr zu den Schiedsrichterentscheidungen. Ich glaube, er war heute insgesamt überfordert. Ich glaube, das muss man mal sagen. Haben Sie gesagt? Weiß ich nicht. Okay, danke Klaus. Herbert Weber haben wir schon lange nicht mehr so jubeln gesehen nach dem Spiel. Sind Sie glücklich, dass sich das heute noch ausgegangen ist? Ja, es ist nicht von Anfang an ausgegangen, weil wir haben das Spiel nie aus der Hand gegeben, haben ein sehr schönes Tor geschossen, die klar besseren Torchancen gehabt. Natürlich mussten wir zweite Halbzeit aus einer gesicherten Abwehr spielen, weil wir einen Mann weniger waren. Aber was die Mannschaft zweite Halbzeit vom Läuferischen her geleistet hat, das war unglaublich. Deswegen habe ich mich so gefreut, weil die Moral nicht hundertprozentig, sondern 150-prozentig vorhanden war, wenn es sowas überhaupt gibt. Aber ich war heute unglaublich glücklich, weil uns hier ein Sieg gelungen ist mit einem Mann weniger. Und wer weiß, wie schwer das in Graz ist, der kann das noch besser beurteilen. Danke, Herbert Weber. Taktische Meisterleistung von der Rapid. Das nächste Live-Spiel ist wieder ein Spiel mit Rapid. Werden wir vielleicht ähnlich Tolles sehen. Rapid gegen Tirol am 1. Mai. Und ich verabschiede mich hier aus dem Schwarzenegger Stadion wie üblich mit Highlights. In Kürze meldet sich Rainer Pariasek mit dem zweiten Teil von Bundesliga. Schönen Abend. Wir schauen uns die Ergebnisse dieser 30. Runde an. Zunächst einmal Austria Wien gewinnt daheim gegen Ried mit 3:0. Lustenau gegen Salzburg eben gesehen, endet torlos. Tirol schlägt Vorwärts Steyr 4:0 übrigens. Diese drei Tore von Gilewitz waren der erste klassische Hattrick in der heurigen Saison überhaupt. Dann GRK gegen Rapid 0:1, unser Live-Spiel. Und dann noch gestern bereits LASK gegen Sturm 1:2. In der Tabelle keine Verschiebungen, was die Rangordnung betrifft. Rapid weiterhin 3 Punkte vor Sturm. Dritter Stelle der GRK, der vermutlich jetzt schon aus dem Titelrennen ist. Ganz spannend wird der Kampf um Platz 4. Salzburg, LASK Linz, Austria Wien und FC Tirol sind nur durch 4 Punkte getrennt. Also der 4. bis 7. Dann folgen auf den Rängen 8, 9, 10 noch Ried, Lustenau und Steyr. In der Torschützenliste weiterhin voran Edi Glieder mit seinen 18 Treffern. Jetzt neuer Zweiter Christian Meyerleb, heute zweifacher Torschütze. Dritter Mario Haas mit 14 Treffern.